Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Hier sind noch 9 Sekunden bis zum Einschlag einer Atomrakete und ich hoffe, wir werden jetzt was sehen. Ich bin gespannt. Gucken wir doch mal. In dieser Richtung sollten wir was sehen. Vielleicht ist es aber auch zu weit weg. Also, Countdown. Ich habe was gehört. Mal sehen. Tun wir leider nichts von hier. Oh, schade. Sehr schade. Ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, dass wir hinten vielleicht ein bisschen was sehen. Weil dieser blöde Berg im Weg. Naja, egal. Das ist ja nicht das letzte Mal, dass es hier sowas gibt. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall mal sehen. So sieht die Aufgabe aus, wenn die kommt. Und ja, hier unten war die Einschlagszone. Deswegen haben wir auch wahrscheinlich nichts gesehen, ist einfach zu weit weg. Aber guckt euch mal dieses Level an. Also der spielt schon lange. Und wow. Also das muss ich sagen, ist geil gemacht, dass der Knall erst viele Sekunden später kommt auf diese Reichweite. Quest abgeschlossen. Hey. Erstmal ein bisschen was spritzen hier. Moment, ich gehe nochmal schnell hoch. Vielleicht sehen wir noch die Spitze der Wolke. Aber ich bezweifle es. Schade. Aber cool. Soundtechnisch klingt's gut. Naja, wir werden nichts sehen. Die Wolke wird jetzt wahrscheinlich seine Spitze erreicht haben und baut sich jetzt wieder ab. Genau, ich hatte gesagt, wir gucken uns aber das Terminal an. Dann hoffen wir doch wenigstens da was Gutes zu sehen. Dafür muss ich aber nochmal runter in den Keller. Und gucken, wo denn hier jetzt das Ganze ist. Ich habe keine Ausdauer mehr, ich kann nicht mehr. Da ist die Treppe, die ich suche. Okay, gut, dann gehen wir runter. Genau, hier muss ich lang. Ui. In die Kurve. Oh Gott, hier muss ich... Doch, genau. Dann muss ich nämlich hier rein, wo es komischerweise immer noch brennt. Und mir keinen Schaden macht. Und da vorne ist auch das Terminal. Was ich jetzt hacken werde. Und am Ende ist da nur irgendeine Toilette drin oder so ein Mist. Amis, nein. Mhm. Werde ich auch hier wieder ein paar Mal versuchen, bis wir drin sind. Museum. Ach Quatsch, es macht ja gar keinen Sinn. Wenn da nur einer richtig ist, dann können nicht zwei im... Oh Gott. Gut. Okay. Keine Ahnung. Einfach mal ausprobieren. Komm. Okay. Nochmal. Gleich haben wir es. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal. Genau. Ah ne. Okay. Ja. Ja, wunderbar. Base. Ah, gut. Nee. Ah, schwierig. Bark. Nein. Wiesen. Ja. Testlog. Die Blätter enthalten zunehmend weniger Chlorophyll. Sie werden nicht nur an den Rädern braun, sondern sogar bis zum Stiel. Ich fürchte, der Versuch war ein kompletter Fehlschlag. Ich war mir so sicher, dass es uns dieses Mal gelungen war, die Ergebnisse zu reproduzieren. Ich weiß nicht, ob es an der Konzentration des Destillats oder einer inkompatiblen Sequenz liegt, dass keine Bindung zustande kommt. Es wäre an sich nicht so schlimm, wenn wir nicht Angst hätten, noch einmal die Zentrifuge zu benutzen. Aber nach dem Unfall von letzten Monat sind wir alle nervös. Leider scheint die beste Lösung, die wir bisher herstellen konnten, bei zu hoher Konzentration instabil zu werden. Zumindest keine Vollzeitangestellten und Praktikanten, explosiv instabil. Zum Glück wurde niemand verletzt. Zumindest keine Vollzeitangestellten und Praktikanten gibt es wie Sand am Meer. Oha. Mann, ich kann nicht glauben, dass ich am Memorial Day arbeiten muss.
Arctos bezahlt mir definitiv zu wenig. Sicherheitstür öffnen. Oh. Ja. Na toll. Dann hoffe ich doch mal ganz stark, hier nicht zu verkacken. Toll. Naja. Egal. Hau ich mal ab hier. Richtung Quest. Und natürlich erstmal eine Waffe für die Entfernung. Ich muss da lang. Genau, da werden die Punkte angezeigt. Ich frage mich, ob da jetzt... Ah, genau, die haben nämlich das gefarmt. Der ist 76. Der hat die nämlich gestartet. Und der ist ja auch da gewesen. Und ich nehme an, die haben das da gemacht, um da richtig schön Gegner zu jagen. Weil ich habe ja erzählt, in diesen Gebieten laufen jetzt so überhöhte Level-Gegner rum, sage ich einfach mal. Also da wird es jetzt abgehen. Wahrscheinlich auch Todeskrallen oder sowas. Weiß es nicht. Responder-Signal gefunden, okay. Auf jeden Fall eine sehr schöne Aussicht, finde ich. Und das da kenne ich selber noch nicht. Ratio-Schuh. Komm, was soll's? Punkte. Oh, hat dich doch im Kopf getroffen. Nee. Ja, okay, 9 XP für... Ja, nee, das zahlt sich nicht aus. Oh, bei einem Schuss schon eher? Na toll. Keine Chance. Meine Waffen sind zu schwach. Ich glaube, hier sind wir langsam am Ziel. Ja. Vielleicht sehen wir auch eine Spielerbasis. Morgantown. City Limits. Was? Achso, das sah gerade aus wie Raketen. In diesem Kühlturm war ich auch noch nie. Ich bin mal gespannt, was wir da auf jeden Fall finden werden. Aber da werde ich auf jeden Fall jetzt nicht am Anfang hingehen. Da werden wahrscheinlich sehr hohe Gegner drin sein. Wo müssen wir denn hin? Oh, ah. Flughafen untersuchen und nächsten Tagebucheintrag. Diese zwei Sachen werde ich auf jeden Fall jetzt machen. Ich weiß, dass sich hier eine Werkbank drin befindet, aber auch Fallen. Ah, da ist er nämlich. Böse Falle. Hier, interessant. Gehen wir noch außen rum. Okay. Achtung, Responder. Die Lebensmittelverarbeitungsmaschinen bei Mama Deutsche sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik einen Kopf herstellen kann. Oh, die Maschine macht einen Höllenlärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste kommen. Ich werde aber... Ich bin nicht so der Freund von Power-Rüstungen, weil die halt diesen Strom brauchen. Zumindest nicht am Anfang. Deswegen werde ich die hier jetzt auf jeden Fall zerlegen. Aber damit kann man, glaube ich, sehr viele Sachen sammeln. Da muss ich gleich mal gucken. Ja, 205. Ist auf jeden Fall ein bisschen mehr. Aber ja. So einmal zerlegen. Ich hoffe, ich kriege da. Ich weiß gar nicht, ob ich da neue Sachen für rauskriege dann. Nee, aber. Soll's. Ich finde auf jeden Fall noch eine Power-Rüstung. Da bin ich ziemlich geübt drin. Habe ich das Gefühl. Oder ich habe einfach nur viel Glück gehabt. Denn ich glaube, ich habe schon 4 Stück oder 5 Stück gefunden. Und eine T60er fertig. Okidoki. Das könnte ich auch machen, aber das ist allein ist das ein bisschen, ja, zu unentspannt. Da muss man nämlich auf 3 Punkte aufpassen. Wenn man das schon zu zweit spielt, ist es schon knapp gewesen. Deswegen
Lieber nicht. Töten. Töten. Schlag doch. Okay. Und nochmal Punkte. Hallo, ist hier jemand? Kochmütze, nee. Klebeband. Gewürze und was auch immer. Und ein Napf, nee. Granaten sind immer gut. Zumindest wenn man gegen hohe Gegner, auf hohe Gegner trifft. Da bin ich immer sehr froh, wenn ich welche übrig habe. Psycho. Oh. Okay. Oh, versteckt. Und da hört auch die Kampfmusik aus. Auf, oder? Nee. Oha. Ganz schön groß. Stimpak, sehr wichtig. Okay, ach Mist. Ich hätte doch eben in der Laborstation machen können. Portzeit, Pub, Happy Hour. Zwei Getränke zum Preis von einem. Appetizer, Captain Franks Möwenwings. 27 Dollar, wow. Redierter Tintenfisch für was? Delta Wasser. 6 Dollar. Nee, hier möchte ich nicht bleiben. Ich gehe. Ist ja viel zu teuer hier. Links hoch. Okay. Nee, ich höre mir jetzt nicht den VGRF-Sender an. Mach ich gleich. Wenn du gehst, erhältst du keine Belohnung. Ach so, ja, wegen der Quest, wegen dem Event. Ist dann da. Ups. Ah, da haben wir jetzt. Ah, schwierig. Ah, Gott sei Dank. Haben wir auch keinen Spieler hier in der Nähe. Das heißt, alleine ist das schwierig. Und hier habe ich mal mit einem Spieler gequasselt. Auch ein Deutscher. Auf jeden Fall sehr freundlich. Okay. Ich glaube, ich habe ja auch immer noch Ingame, oder? Ah, das sieht man jetzt gar nicht. Nur wenn man zusammenspielt. Okay. Auch hier ein Terminal. Gucken wir doch mal schnell rein. Anmerkung, im Safe lag dein verfaulter Apfel, den habe ich rausgenommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich wütend bin, aber enttäuscht bin ich schon. Für Nahrungsmittel haben wir Kühler, okay? Na toll. Unverschlossener Safe. Okay, ah, genau deswegen wollte ich aufhören. Performance ist ein bisschen schwierig gerade. Okay, das ist doch kein Kampfmesser gewesen. Ach doch, hier ist ein Safe. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt noch mache. Da liegt halt, wenn es hochkommt, ein Kronkorken drin. Und das war's. Und das war's. Oh, trinken. Hilfsmittel, abgekochtes, aufbereitetes Wasser. Machen wir doch mal hier ein bisschen was. Okay, Pumpgun. Immer froh, die zu finden. Was lag denn da? Bisschen komisch aus. Vogelkacke. Wieder hoch. Ja, sieht gut aus. Sehr, sehr gut sogar. Aber hier scheint auch nichts Besonderes zu sein. Nee. Aber interessantes Transportmittel. Finde ich cool. Okay, dann gehen wir doch mal rein und gucken, was uns drin erwartet. Okay, wird geladen. Dann lassen wir das doch mal laden. So, Mülleimer. Ich kann hier gerade mal.
So. Box dich. Ich sollte vielleicht nachladen, bevor ich die Waffe wechsle. Wenn ich hier mal aus Notfall wechseln muss, dann ist sie ja schon mal durchgeladen, ne? Okay, nee, nichts hier. Was ist das denn? So. Falsch platzierter Staub oder sowas. Okay. Oh, schade. Ist nicht mehr da. Oh nein, Radioaktivität. Nein, geh weg. Ich glaube, hier gibt es auch eine coole Kleidung zu finden, wenn ich mich nicht täusche. Die ich auch direkt anziehen werde. Oh, hallo. Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre einer, der sich da drin versteckt hat. Bitte nicht anfassen. Ich arbeite noch an der Systemwiederherstellung und will nicht nochmal ganz von vorne anfangen müssen. Miguel. Dann gucken wir doch mal an, was hier geklappt hat. Check-in. Bitte geben Sie Ihre Flugnummer oder die ersten drei Buchstaben Ihres Nachnamens ein. Variablen fehlen. Error, Error, Error. So sollte das aussehen, wenn man Windows startet. Okay. Achso, das ist so eine Flugkarte. Mitnehmen. Was? Das war doch eindeutig eine Explosion. Wieso fragst du was? Rahim-Gehege. Interessant. Laborstation. Endlich finde ich wieder eine. Habe ich die ganze Zeit schon nachgeguckt. So. Quatsch, ich wollte noch was machen, ne? Genau, ich wollte Heilung, Stimpaks. Verdünnt. Eins geht noch. Wunderbar. Keramikschale. Was haben wir denn hier noch? Oh, warte mal. Genau. Ich glaube, hier kann ich Munition bauen jetzt. Für die Shotgun. Okay, Plastik. So, jetzt habe ich auch kein Blei mehr. Aber ich habe ganz gut Munition. Was habe ich denn jetzt für die Shotgun? Okay. Ah, okay. Hier habe ich auch schon alles. Das heißt, gehen wir mal hier hinten rüber. Hallo. Dem kann ich handeln, aber der gibt mir sowieso nichts. Aber die haben immer ganz gut Baupläne. Ach. Oh Mann, habe ich dem heimlich sein Lager geplündert. Achso, ich soll wieder raus? Nee, das werde ich nicht tun. Ich werde mal nach oben gehen. Und mich dort umsetzen. Ja, hier geht's noch. Wo seid ihr? Was ist keiner? Okay. Rüstungswerkbank. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall doch irgendwo etwas, was ich finden muss. Modifizieren. Ich glaube, die Shotgun sollte ich mal wieder reparieren. Also es geht sehr schnell. Ich habe ja nichts mehr. Da brauche ich auf jeden Fall auch noch was. Da habe ich auf jeden Fall
auf jeden Fall noch nicht viel freigeschaltet. Rüstung. Ach, nicht herstellen. Upgraden. Noch hier nichts. Okay, komm, das reicht mir jetzt erstmal. Ich will hier auf jeden Fall weitermachen. Das habe ich gesucht. Einige Stunden sind vergangen. Ich höre sie an der Tür kratzen. Hab mich in einem Lagerschrank eingesperrt, aber ich glaube nicht, dass er sich von innen öffnen lässt. Es ist okay. Alles ist okay. Akute Stressreaktion. Panik und seelisches Leid. Atmen. Atmen. Der Angriff muss jetzt etwa 24 Stunden her sein. Es sind keine Kampfgeräusche mehr. Oha. Zu hören. Sie sind immer noch da. Mit einer Flüssigkeitsquelle bleiben mir 8 bis 10 Wochen. Tod durch Verhungern tritt innerhalb von 10 Tagen ein. Der psychische Schock ist noch da, aber wird verdrängt. Um die PTBS kann ich mich später noch sorgen. Es cool. Müssten jetzt 3 Tage und 3 Nächte sein. Das Adrenalin ist verbraucht. Ich bin so durstig. So hungrig. In den Rücken. Die Tür immer noch nicht auf. Ich muss Stärke sammeln. Gegen die Tür zu schlagen oder zu rufen, hat sich als zwecklos erwiesen. Eine Flüssigkeitsquelle wurde nicht entdeckt. Keiner kommt. Keiner rettet mich. Meine Freunde sind alle tot. Kinder. Leidend werden sie in diese grausame Welt geworfen. Und leidend verlassen sie sie wieder. Mein Gott. Nicht. Nicht gehen. Nicht. Ach, nee, hier war ich nicht. Hunger. Okay. Durst. Lumbricalis. Zeigefinger. Anspannen des MP-Gelenks. Schmerzen. Trink mal ganz kurz einen Schluck. Anspannen. Während die da noch redet. MP-Gelenk. Weiter. IP-Gelenk. Und den Muskel. So. Anspannen. Na, also. Oh. Okay, nächstes Holoband. Und da liegt ein Schlüssel, glaube ich. Okay, Aufnahme läuft. Ja, doch nicht. Gut, dann können wir nämlich festhalten, dass ich diese Idee für gottverdammten Irrsinn halte. Ich bin auch nicht gerade begeistert darüber, Leute an einen giftigen Ort zu schicken. Aber es gibt dort ganze Städte, um die wir uns noch nicht gekümmert haben. Welch, Beckley, Bramwell. Bramwell? Also bitte. Glaubst du wirklich, dass die Hornwrights oder Garahans nicht sofort auf irgendeine Privatinsel geflohen sind, als die Luftschutzsirenen heulten? Höchstwahrscheinlich ja. Aber das wissen wir nicht genau. Außerdem haben wir keine Möglichkeit, das sicher in Erfahrung zu bringen. Deswegen wollte ich, dass du uns hilfst, dorthin zu gelangen, Melody. Na schön. Wir haben ein paar Leute von der Feuerwehr in Charleston. Oh wow. Ich kann mit ihnen reden. Mal sehen, was sie zur Vorbereitung auf solch einen Einsatz zu sagen haben. Seid ihr mal fertig? Danke. Aber jeder, den man da reinschickt, braucht eine entsprechende Ausbildung und muss richtig auf Zack sein, um an einem derart gefährlichen Ort zu überleben. Und die Atemschutzausrüstung ist auch nicht ohne.
Sie muss umfassend gepflegt und gewartet werden, wenn man da Stunden, geschweige denn tagelang unterwegs ist. Dafür braucht man eine vollkommen neue Abteilung. Achso, das war das. Ich weiß, was ich da verlange. Ich sag dir was. Du solltest ihnen einen Namen geben. Einen Namen? Green Berets, Smoke Jumpers, Navy Seals. Wenn sich jemand für gefährliche Aufgaben melden soll, muss das auch mit ein bisschen Prestige verbunden sein. Wenn du ihnen einen Namen, eine neue Kennung, vielleicht auch Zusatzrationen gibst, garantiere ich dir, dass du deine Freiwilligen bekommst. Ich würde euch nur daran erinnern, dass die Feuerteufel immer auf der Suche nach neuen Einsatzkräften sind. Wenn ihr das Zeug dazu habt, unsere härtesten Missionen zu bewältigen und gegen die Verbrannten zu kämpfen, würde Melody und Madigan euch gerne kennenlernen. Vergesst nicht, die Arbeit ist gefährlich, hat aber auch ihre Vorteile. Bei den Zuweisungen von Ration und Munition steht ihr an erster Stelle. Wir verlangen von euch, von den Feuerteufeln, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Doch wir belohnen ihre Tapferkeit, wo wir können. Dieser Job ist nicht für jeden geeignet, aber wenn ihr glaubt, mit den Einstellungsverfahren und dem Training klarzukommen, solltet ihr bei uns einsteigen. Danke, Shapes. Ich habe das jetzt vorgelesen, weil das auf jeden Fall eine Mission ist. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Von dort aus müsst ihr wirklich nicht lange nach Schwierigkeiten suchen. Ach. Gut, wir sollten loslegen. Wenn dort noch Leute leben, haben sie wohl schon genug gelitten. Okay. Ich meine, bevor wir das hier machen, nehme ich gerade das nächste Holoband. Aufseher-Logbuch, Morgantown. Früher war ich an den Wochenenden immer gerne hier. Habe Flugstunden genommen. Jetzt fühlt es sich an, als wäre ich in einem Albtraum gefangen. Diese verbrannten Dinger sind überall. Ich habe mich still verhalten. Sie haben mich nicht gesehen. Ich werde das mal so gerade ein bisschen überfliegen für mich selber auch. Beobachten, was auch immer diese Krankheit ist. Sie scheint die Wirte vollständig zu übernehmen. Diejenigen, die mal menschlich waren, erstarren schließlich. Wie in einer Art Stase. Und wenn sie zu lange in diesem Zustand bleiben, dann verbrennen sie. Von innen nach außen. Wie ein umgekehrter Vesuv. Ich habe mich gefragt, was die mögliche Ursache dafür sein könnte. Und dann habe ich meine Antwort bekommen. Das Vieh stürzte sich aus dem Himmel herab. Es kreischte, atmete, infizierte alles. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann, aber wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen. Selbst die Bomben. Wir finden die Ursache für diese verbrannten Seuche und löschen sie aus. Bevor sie sich jenseits von Appalachia Level up. Schön. Aber immer der Reihe nach. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Krankheit auf uns ausbreitet. Offenbar haben die Responder eine Art Impfung entwickelt. Ich werde ihre Arbeit fortführen. Das sollten sie auch. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Also Waffen werde ich auf jeden Fall machen, aber ich glaube, das geht erst ab Level 10. Ich werde aber auf jeden Fall, was ich machen werde, ist Gems. Genau. Das ist mir auf jeden Fall ziemlich wichtig. Ah, das geht beides. Und dafür bin ich noch zu niedrig. Was war das jetzt? Ach Mist, ich hab's jetzt nicht gesehen. Nein. Hundefutter hat einen dreimal so positiv. Ah, okay. Und dann war ja noch ein Logbuch hier und das ist das hier. Ich hoffe, das geht nicht so lang. Ein bisschen sehr lang. Hier spricht Derek. Dies ist mein Abschlussbericht zu den Vorfällen in Harper's Ferry. Hoffentlich seid ihr in Sicherheit, wenn ihr das hört. Was immer auch passiert ist, es war verheerend. Hört sich an wie Peter aus Finch. Das Gebiet finde ich auch cool. Das ist oben an der Kartenspitze, glaube ich. Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt schon mal geschafft. Wir haben jetzt die ganzen Tagebucheinträge gefunden und werden jetzt weitergeschickt. Beziehungsweise es gibt ja noch eine Sache in der Stadt, glaube ich. Oder haben wir die schon gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht.
Gucke ich doch gleich mal, wenn ich draußen bin. Und gegebenenfalls die Gegner getötet habe, die sich da befinden könnten. Ich habe mit einigen Einheimischen gesprochen. Ah ja. Sie sagen, dass Kreaturen aus der Luft gekommen seien und den ganzen Ort verwüstet hätten. Einige der Leute, die bei diesem Angriff verletzt wurden, haben sich irgendwie verwandelt. Anscheinend werden sie zu Monstern, die jeden angreifen, den sie sehen. Raleigh meinte, dass er und seine Leute sich in ihren Bunkern einschließen werden, bis sie ein Mittel gefunden haben, diese Kreaturen zu bekämpfen. Anders ausgedrückt, die freien Staaten werden uns keine Hilfe mehr sein. Maria, könntest du versuchen, Ella zu kontaktieren? Vielleicht kann sie Raleigh ein wenig bearbeiten, damit er einsieht, dass das nicht der richtige Weg ist. Wenn du mich fragst, ist das verdammt egoistisch, uns im Stich zu lassen. Schließlich sind wir auf ihre Hilfe angewiesen, um zu überleben. Mir bleibt hier nichts mehr zu tun. Ich schätze, wir können Harper's Ferry von der Karte streichen. Ich werde bald den Rückweg antreten. Aber ich will mir einige der Farmen ansehen, die auf dem Weg liegen. Das sollte etwa eine Woche dauern. Okay. Mhm. Ach komm, so. Wir gehen ziemlich lang. War auf jeden Fall eine heftige Woche. Wir haben noch mehr gute Leute im Kampf gegen diese verdammten Biester verloren. Und jetzt hat mir Chavez gesagt, dass wir ein neues Funksignal empfangen haben. Ein Hilferuf. Sie will, dass ich das mit meinem Team untersuche. Kann nicht allzu weit entfernt sein. Hab schon rausgefunden, dass es südlich von hier stärker wird. Das Problem ist, dass wir direkt durch Raidergebiet müssen, um die Person zu finden. Und da muss ich auch hin. Mir gerade die Zeit und die Männer. Tut mir leid. Das war mir so klar. Aber ich werde ihr sagen müssen, dass das nichts wird. Noch nicht. Mein Team bildet die letzte Verteidigungslinie. Wenn ich damit auf Generator Mittel. Eine sinnlose Suche gehe, könnte das wieder so enden wie bei der Weihnachtsflut. Geh da jetzt nicht durch alles durch, weil ich weiß, da müssen wir sowieso noch mal hin. Da draußen nach Hilfe schreit. Die Zeiten haben sich geändert, Mann. Oh, Aluminiumschrott. 11 Stück oder 12, habe ich jetzt gerade nicht genau gesehen. Auf jeden Fall zweistellig. Sehr gut. Rostiger, kann ich es einfach mal mitnehmen? Und dann gucken wir doch mal schnell nebenan, was wir denn da noch haben. Okay. Nein, ich will das Wasser auch haben. Ah, das ist ein Doktor. Das lasse ich jetzt stehen. Hier ist aber ein Spiegel. Okay, auch nichts drin. Mhm. Okay. Klebeband. Sehr gerne. Ich mache mal gerade das... Hatte ich gerade das andere Holoband schon reingepackt? Nee. Das wären auch echt coole Basen, finde ich. Weil ihr könnt nämlich hier... Könnt ihr nämlich dieses komplette Tor zumachen. Das finde ich richtig cool. Nee, hier ist das noch. Genau. Und ein Brief. Süße Bohne. Liebster Gary, ich bin oben in meinem Lager. Maria hat mir einen Tag der geistigen Gesundheit verordnet, damit ich mich mal entspannen kann. Komm mich besuchen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Hausmannskost aus Flatwoods mitgebracht. Dann könnten wir ein Picknick machen. Und keine Sorge, falls ein paar Freiwillige vorbeikommen, um irgendwas zu lernen, sollte der Roboter das übernehmen können. Ich habe extra ein Programm geschrieben, damit ich mich entspannen und mit dir die Natur genießen kann. Hab dich lieb, Miguel. Läuft doch jemand. Nein, da schießt jemand. Der hat eine Schießerei wahrscheinlich. Ja, es klingt danach. Okay. Plastikkanister. Gaskanister. Aufbereitetes Wasser. Immer gut. Ah, da konnte ich doch ran. Raumfahrzeug. Mitnehmen, komm. Robco Industries. Dann gucken wir nochmal. Oh. Leute, ich habe tolle Nachrichten. Wie ihr wisst, hat Dr. Hudson ihre Forschung im Labor bei AVR Medical fortgeführt. Und jetzt hat sie sich gemeldet, um uns mitzuteilen, dass ihr ein bedeutender Durchbruch gelungen ist. Es sieht so aus, als würde das
Impfprojekt gegen die verbrannten Seuche endlich umgesetzt werden. Drücken wir die Daumen und unterstützen Claire mit aller Kraft, damit sie ihre Arbeit abschließen kann. Und unser Überleben hängt davon ab. Jeff Nakamura. Verbranntenforschung. Ach nee. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, weil ich weiß, dass das sehr lang ist. Ich zeige euch das trotzdem mal. Dann könnt ihr das Video gegebenenfalls, falls es euch interessiert, mal kurz anhalten. Das hätte ich jetzt alles vorlesen müssen. Dann wäre ich heute nicht mehr fertig geworden. So, geht aber. Okay. Ja, komm. So, passt. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Ups. Ui, jetzt muss ich aber nochmal hier nebenan, ne? Nee. Hä? Warum muss ich denn... Oh ja, die ziehe ich an. Quatsch. Genau, Favoriten. Favoriten. Die ziehe ich an. Die sieht nämlich sehr cool aus. Ja. Ignoriert 50% der Rüstung des Gegners. Ja, ich gehe ja auch nochmal ganz schnell durch. Irgendwas war hier. Oder vielleicht war ich auch wegen den Bauplänen nochmal hier dran. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich werde dann... Ich mache das so. Ich werde die Sachen, die storybedingt sind, vorlesen. Also die Terminals, wo es jetzt... Wo was mit der Aufgabe zu tun hat. Und den Rest mache ich so, dass ihr das dann... gegebenenfalls gucken könnt. Unverschlossener Safe. Wo ist denn hier ein Safe? Hä? Seltsam. Egal, ich würde sagen, wir sind jetzt wieder am Ende einer Folge. Und ja, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch hier beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und, oh ja, ganz viel Schrott. Gelber Teller. Ah, nee. Ja, dass ihr dann beim nächsten Mal auch wieder hier mit dabei seid. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn ich ein neues Video hochlade, dann könnt ihr mich, falls ihr das noch nicht habt, gerne kostenlos abonnieren. Ich würde mich drüber freuen. Und Infusionsbeutel. Genau. Und Infusionsbeutel. Nein, und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder und gucken, was uns hier noch so erwartet. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.